Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Thronebreaker. Beim letzten Mal haben wir eine Siedlung zurückerobert und sind, ich sag mal, zum Vorhof der Burg gekommen, nicht wirklich zum Vorhof. Und hier sehen wir schon, haben Kämpfe stattgefunden. Das heißt, wir haben hier wieder Monster, Necker und Ghule. Und da ist eine verschlossene Truhe. Necker sind entgegen landläufiger Meinung nicht dumm. Intelligent genug jedenfalls, um die strategische Bedeutung eines verlassenen nilfgaardischen Lagers zu erkennen. Sie machten es zu ihrem palisadengeschützten Wohnstadt, allerdings vergaßen sie, das Tor zu schließen. Ey, diese Necker, das kannst du ja gar nicht. Okay. Der Plünderer, den brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. Wobei, mit dem Streitwagen ist ja gar nicht so verkehrt. Wir haben eine Elf- und Zwiebelsuppe, die gefällt mir. Wir haben Zier, das gefällt mir. Ich bräuchte aber trotzdem nicht einen Feldsanitäter, sondern Streunerbomber. Ich würde ganz gerne mehr Streunerbomber am Deck haben. Die schwarze Reiler gefällt mir. Die gefällt mir wirklich. Für dem Event. Befehl, verzehre die oberste Einheit aus deinem Friedhof und generiere eine einfache Kopie von ihr, Abklingzeit 3. Okay. Das heißt, nächste Runde kann ich wieder ein doppeltes Feuer legen. In der Endrunde kann ich wieder zwei Feuer. Wähle eine verbündete Bronzeeinheit. Ich würde natürlich ganz gerne Egg aus dem Deck rausholen, aber ich glaube, ich spare mir das wirklich. Zwei Streuner werden auf einer langen Runde Glaubst ganz du, dass gut. Ich Angst habe? Ich brauche keine Waffe. Die muss ich auf jeden Fall aufbessern. Weil die gefallen mir wirklich gut. Die sind halt so ein bisschen der Kern meines Decks. Und ich muss mir wirklich mehr Streunerbomber machen. Alter Nebling. Okay. Er hat noch nicht wirklich viele Einheiten. Ich greife mal die Achter an. Spiel mal die Elf- und Zwirbelsuppe aus. Mal gucken, was ich kriege. Grauer Reiter plus lyrische Kavallerie. Das sind eigentlich ziemlich Sensenkämpfer plus. Das sind ziemlich starke Einheiten. Spiel eine Kopie deiner Einheit. Ich nehme mal den Grauen. Den haben wir ja schon in Aktion gesehen. Wir nutzen erstmal, um Nebel abzufangen. Wenn man sich eine Einheit auf dem Spielfeld bewegt, dann bewegt er sich auch und wird geboostet. Das könnte sehr gut sein, vor allem mit Karten, die andere Einheiten bewegen. So. Glaub mir, du willst mich nicht wütend machen. Zack. Der bewegt sich. Wird geboostet. Den Grauen Reiter ist auch nicht schlecht, ne? Und der Gegner hat schon gepasst. Okay. Die Zwiebelsuppe ist gar nicht mal so verkehrt. Ich wusste nicht, dass da so starke Einheiten rauskommen können. Aber jetzt wissen wir es. So, ein Streifenwagen, Plünderer. Wir können nichts mehr neu mischen. Ich muss anfangen. Ich fange mal mit dem Streifenwagen an. Ich kann nicht mehr. Und beende meinen Zug. Ich glaube, ich werde wieder versuchen, diese Runde durchzugehen. Müsste möglich sein. Nebling. Wenn sich nicht der Nebel auf dem Spielfeld befindet, verbessere diese Einheit im Gegenzug um 1, überschreite die Stärke dieser Einheit zum ersten Mal 6, generiere einen weiteren Nebling. Okay, dafür werde ich sorgen, dass das nicht passiert. Ich muss zwar jetzt einen Neuner opfern, krieg aber zwei Sechser und der Gegner hat wieder komplette Reihen-Effekte. Lass uns tanzen! Okay. Noch ein Neckerkrieger. Ich glaube, der wird nicht so schnell die Stärke überschreiten. So, ich kann dem auch noch einen Schaden zufügen. Wobei, wenn er stirbt, der Effekt wird weitergegeben. Ich hätte nur gerade eben mein Schwert einsetzen sollen. Alter Nebling. Weil wir hatten zwei Elfer auf dem Feld, haben wir jetzt immer noch. Ha. So. Dann werde ich mal Gascon nochmal um 2 Punkte boosten. Und werde einen weiteren Streuner ausspielen. Hexer sterben nie in ihren Betten. So. Verzehr die oberste Einheit, kriegt dann neuen Nebling, er kriegt einen neuen Nebling. Aber ich werde dafür sorgen, dass dieser Nebling niemals auf seine 6 Punkte kommt. So. Jetzt kann ich einen Plünderer ausspielen, kann so einen Infanterie kaputt machen. Er wurde nicht vom Feuer getroffen, das ist nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Nächste Runde wird er sich was rausholen, das heißt, ich benutze jetzt mal das lyrische Horn. Damit kann ich sicher gehen, dass das nicht passiert.
beende mein Zug. Wir müssen nur hinten die Moder heute kaputt hauen. Dann wird es schon ziemlich böse für den Gegner. Verzehre alle zwei Züge, bringen die oberste Karte ein aus dem Friedhof. Okay. So, was ich jetzt mal so ein bisschen sicherstellen will. Ich will den ziehen. Ich will die ziehen und ich will den ziehen. Einfach, dass wir jetzt in jeder Reihe eine Moderhaut haben. Nämlich, wenn die sterben, wird es Bumm machen. Zack. Ich werde nochmal eine oberste Einheit. Noch ein Neckarkrieger. Ziehe die stärkste Einheit auf dem Friedhof. Okay. Hast du Arbeit für mich? Gucken wir mal. Ah, die hat sich jetzt natürlich ziemlich stark hochgeboostet. Rufe zu bringen des Zuges Neckar in die Reihe. Ich denke mal, ich werde noch einen Gascorn ausspielen. Kann ich den noch hier in diese Reihe reinspielen? Ja, kann ich. Warte, dein Ernst? Und ja, mein Ernst. Ich will sicherstellen, dass der Neckar halt nicht sich aus dem Deck rausruft. Das will ich halt möglichst vermeiden. So, jetzt können wir passen. Ich glaube, da wird er auch nicht mehr so schnell rüberkommen. Noch ein Neckar. Der Neckar wurde nochmal gepinnt. Ah, er ruft sie jetzt natürlich selber raus. Das ist halt so genau dieses Unangenehme. Zu viele Neckar können Probleme darstellen. Aber das haben wir auch gewonnen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden dieses Feuer immer macht. In einer ganzen Runde, in so einer ganz langen Runde. Okay, was haben wir hier? Beute, da brauche ich anscheinend einen Schlüssel. Den muss ich erst finden und das werde ich. Wurmt mich immer noch, dass ich im ersten Akt so eine Truhe vergessen habe. Ich könnte mir sogar durchaus vorstellen, welche Karte da drin gewesen wäre. Und zwar, glaube ich, Cordville. Aber ja, die werden wir bestimmt noch finden. So, hier sind eine Menge Schätze. Hier ist noch Holz. Hier sind noch andere Schätze. Übersetzung aus dem Nilfgaardischen. Dwürn. Diese Quacksalber beginnen gleich mit der Amputation. Sie sagen, ich könnte durchkommen, aber man kann es bei solchen Sachen nie sicher sagen. Zumal ich heute früh aufgewacht bin und bemerkt habe, dass der Wundbrand eingesetzt hat. Deshalb schreibe ich dir jetzt. Wenn du dies liest, habe ich nicht überlebt. Trink zunächst einen auf meine Ehre, dann geh zu den Triebwalken auf der anderen Seite des Lagers. Zwischen ihnen findest du ein paar nette Sachen aus Rosberg. Ich wollte sie dir später selbst holen, aber die große Sonne scheint nicht mehr auf mich. Mögest du diesen Krieg heil überstehen. Ich habe keine Ahnung, was da genau stand. Okay, wir haben den Schlüssel gefunden. Das heißt, eine Truhe. Und was kriegen wir jetzt? Ein Avatar, ein Rahmen, eine Karte. Wir kriegen Gascorn Plus. Glückwunsch, du hast eine Karte entdeckt, die mehr Spielermodus verwendet werden kann. Okay, habe ich jetzt einen verbesserten Gascorn, weil da Gascorn Plus stand? Nein, ist immer noch derselbe. Ist immer noch derselbe gute alte Gascorn. Okay, Gold habe ich noch nicht genug. Ich habe, ich glaube, ich brauche 3000 Gold für die nächste, fürs nächste Upgrade. Ein bisschen mehr vielleicht, plus minus, weil ich mir noch Einheiten dann machen will. Das heißt aber erstmal weiter zur Quest. Hauptquest. Was ist hier passiert? Die Burg hat standgehalten. Es war jedoch Raila, die unangenehm überrascht wurde. Denn in der Mauer von Rosberg klaffte eine knapp 100 Meter breite Bresche. Die Festung brannte und schwarzer Rauch stieg über ihr in den Himmel. Ich begreife nicht. Wie? Unmöglich! Sie hatten keine Zeit, darüber nachzudenken, denn Nilfgaards Späher hatten Mewes Truppe bereits entdeckt. Die Königin wusste, ein Kampf war unausweichlich. Also ließ sie eine Verteidigungslinie bilden und zog ihr Schwert. Rosberg hat nicht überlebt, aber wir haben schon Schätze aus Rosberg gefunden. In Rosberg wurde Mewe klar, dass Nilfgaard diesen Krieg nicht begonnen hatte, um Grenzen oder Machtgefüge zu verschieben, sondern beabsichtigte, den Norden niederzubrennen und zu seiner Asche eine nilfgaardische Welt zu errichten. Die Lyrier kämpften also nicht um die Ehre oder um Reichtümer, sondern ums Überleben. Hinweis, halte die Speer davon ab, Verstärkung zu rufen. Storyschlacht, Sonderregeln, verkürzter Kampf. Okay.
Das heißt, wir müssen jetzt gezielt Karten ausschalten und das ist mit unseren Karten nicht wirklich leicht. Da ist schon mal ein Speer. Die haben 5 Stärke, ein Timer von 4, Reservist. Verlieren den Timer hier in Zug zum 1, läuft der Timer ab, zieh so viele Karten, bis deine Hand voll ist. Ich kann mich nicht wirklich um Artefakte kümmern. Zieh alle 4 Züge zu Beginn des Zuges eine Karte, wenn du gerade am Verlieren bist. Okay. Das müssen wir aber hinkriegen. Ich brauche erstmal auf jeden Fall Schleuderer. Madromenrache brauche ich nicht auf einer kurzen Runde. Feldsanitäter brauche ich nicht auf einer kurzen Runde. Einen Streitwagen brauche ich nicht. Noch einen weiteren Bomber. Streitwagen will ich nicht. Einen Feldsanitäter kann ich ablegen. Das sieht doch eigentlich sehr gut aus als Hand. Ich glaube, damit könnten wir gewinnen. Hoheit, es sind noch nilfgaardische Kämpfer in der Stadt. Okay. Das heißt, das allererste, was ich mache, ist die Speer töten. Was sehr leicht möglich ist mit einer Karte. Nicht alle Drachen lieben Gold. Und ich zack. Schon. Die Speer wurden ausgeschaltet. Der Timer wurde jetzt auf 10 hochgesetzt und ich glaube, so viele Runden werden die nicht spielen. Natürlich, wie du wünschst, Meister. Generiere einen Trank. Okay, dann kann ich die Streunerbomber mal ausspielen. Komm her, lass uns tanzen. Artefakte kann ich natürlich nicht kaputt machen, das ist das Problem. Ich habe nichts, was Artefakte kaputt macht. Das ist nicht wirklich schlimm. Verdammtes Pack! Dafür werden sie büßen! Aber ja. Also ich habe ja schon gedacht, dass die Burg gefallen ist, weil... Ja. Ach, Chase! Das wäre halt zu, sonst zu schön gewesen von der Story her. So, erstmal demarkieren. Ich habe noch einen Schleuderer. Und wieder an die Front. Okay, den kann ich jetzt auch gleich benutzen. Solange 3 Einheiten sind, die das Ganze überleben, ist es relativ schön. Das Core wird noch hochgestärkt. Natürlich, wenn wir nicht angegriffen werden, ist Egg natürlich nicht so die tollste Karte. Und gerade werden wir nicht so wirklich angegriffen. So, er zieht eine Karte nach. Nächstes Mal, wenn gegen Befehle, fangen wir den Einheit. Der König ist hier nicht gestorben. Ich glaube auch nicht, dass Dämmerwind hier gestorben ist. So. Ich glaube, der wurde noch in Sicherheit gebracht. Ruhe! Oder der Kommissar hört davon. So. Was kriegen wir aus der Suppe raus? Soll ich, oder ich will erstmal mein Schwert einsetzen. Was kriegen wir aus der Suppe? Lyrischer Landsknecht, Eifer, Loyal, gibt dieser Einheit eine Ladung. Befehl, füge einer gegnerischen Einheit und allen gegnerischen Einheiten mit derselben Stärke einen Schaden zu. Der ist ziemlich gut. Gibt mir Nachbar einen Befehl, eine Ladung oder einen Sensenkämpfer. Ich würde fast den Landsknecht nehmen. Weil... Wir haben 2 Einser auf dem Feld. Das heißt, der kann die einfach wegräumen. Ach, Chase! In Twe! In Twe! Ich hoffe nicht, dass der noch irgendwie nachzieht. Also wenn er sein komplettes Deck nochmal nachziehen sollte mit der Verstärkung, haben wir verloren, ne? Aber er muss nächste Runde passen. Der Timer ist auf 2. Das heißt, wenn ich jetzt passe, haben wir gewonnen. Mit noch 2 Karten auf der Hand. Haltet Ausschau nach Dämmerwends Bannern. Wir müssen ihn finden. Okay. Die Lyrier hatten jedoch Glück im Unglück. Rossberg war zwar gefallen, doch die Nilfgaarder hatten nur wenige Männer zurückgelassen, da sie nicht mit Verstärkung aus dem Süden gerechnet hatten. Mewe führte ihre Männer zum Sieg und eroberte die Festung zurück. Oder das, was davon noch übrig war. Ja. Was die Nilfgaarder nicht zerstört haben, haben sie verbrannt, als sie in der Stadt waren. Zahllose verkohlte Leichen von Verteidigern und schutzsuchenden Bauern lagen in den geschwärzten Trümmern. Manche hatten versucht, ihre Kinder mit dem eigenen Leib vor dem Feuer zu schützen. Vergebens. Ihr Götter! Sagte die Königin und schlug eine Faust gegen die Mauer. Mewe wollte gerade den Befehl zum Ausrücken geben, als sie ein zartes Wimmern unter einem Haufen Schutt vernahm.
Ihre Soldaten eilten sofort zur Rettung herbei und schafften die Steine mit bloßen Händen beiseite. Dann rief einer von ihnen: Hier! Er lebt noch! Der Mann, den sie aus den Ruinen zogen, hatte schwerste Verbrennungen. Sein Gesicht war blutig und versengt und er roch nach verkohltem Fleisch. Doch als er die schwarze Ryla erblickte, stand er wackelig auf, hob zitternd eine Hand und salutierte. Ich kann mir durchaus vorstellen, wer das ist. Sapeur-Leutnant Xavier Lemmens meldet sich zum Dienst. Ja, es ist Xavier Lemmens. Arzt! Schickt einen Arzt! Lemmens? Was zum Teufel ist passiert? Weiß ich nicht. Ich war auf dem Ostturm. Heißes Öl auf die Nilfgaarder runterkippen. Ein Katapulttreffer. Der Kessel kippte, alles ging in Flammen auf. Dann weiß ich nichts mehr. Die Festung ist gefallen. Gefallen? Verfluchtes Goyatel! Was war das? Wir waren gut vorbereitet. Wir hätten einen oder zwei Monate durchgehalten. Aber es gab Verräter. Elfen, Zwerge. Sie hatten Sprengladungen platziert. Eine Explosion hat den Turm erwischt. In der Mauer klaffte ein Loch. Wir warfen uns hinein, um es zu füllen. Dreckiges Pack, dreckiges Pack. Ich weiß, du leidest, Soldat. Aber Königin Meve will sich mit König Demavent treffen. Wir müssen wissen, was aus ihm geworden ist. Fort. Zum Glück. Er überwachte die Vorbereitungen und kehrte nach Aldersberg zurück. Vor etwa 3 Tagen. Dann gehen wir dorthin. Renard, wir ziehen weiter. Wartet, euer Gnaden. Hat noch jemand überlebt? Irgendjemand? Die Nilfgaarder haben vielleicht Gefangene gemacht. Ich fürchte nicht. Die haben vielleicht Gefangene gemacht. Die Nilfgaarder haben vielleicht Gefangene gemacht. Wie konnten sie nur? Eine ganze Stadt? Diese Tiere? Soldat, meine Heiler werden sich um dich kümmern. Dann bringen wir dich nach Hause. Das ist mein Zuhause, Rossberg. Ich bitte euch, nehmt mich mit. Lasst mich Rache üben. Ich schätze deinen Kampfgeist, Sapeur. Aber in dem Zustand... Euer Gnaden, ich kann weder Schild noch Schwert halten, aber ich kann trotzdem kämpfen. Ich bin Sapeur. Belagerungstürme, Ballisten, Brücken, was ihr wünscht. Bitte gebt mir eine Chance. In Xaviers rauer, verzerrter Stimme lag ein solch tiefer Schmerz, eine solche Wut, dass Meve seinem Drängen nachgab. Als die Heiler seine Wunden versorgt hatten, machten sich alle in Richtung Aldersberg auf, um Demavent und den Nilfgaardern zu folgen. Irgendwann auf der Reise ritt die schwarze Ryla neben Meve. Ihr Mund war eine dünne Linie mit blutigen Bissen. Diese Karte wurde der Armee hinzugefügt und kann im Kommandozelt gefunden werden. Xavier Lemmens, der gute Xavier. Herrin, der Weg nach Aldersberg führt durch den Moderwald. Dort treiben sich Elder ins Eichhörnchen rum. Die haben meine Leute getötet und Rossberg den Schwarzen überlassen. Ryla atmete tief durch, um ihre zornbebende Stimme zu festigen. Bitte, Majestät, ich bitte euch inständig. Lasst sie uns jagen und vernichten. Meve nickte leicht. Der Weg nach Aldersberg würde lang werden und viele Gefahren bergen. Ja, das heißt mehr Folgen. Schön. Okay. Hier ist Rossberg. Wo sind wir jetzt auf der Karte? Hier oben sind wir wieder rausgekommen. Ja, Rossberg ist nicht mehr. Und jetzt müssen wir... Hier ist nicht Aldersberg. Oder ist hier Aldersberg? Ich glaube Aldersberg. Doch, da müsste Aldersberg sein, ne? Hier ist noch ein kleines Fort dazwischen. Oh, es ist halt ein riesiger Wald, den wir jetzt noch durchlaufen müssen. Wirklich ein riesiger Wald. Aber ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Bevor wir allerdings weitermachen, will ich mir mal Xavier angucken, was der so Schickes kann. Eifer, Befehl. Wähle eine Karte mit Befehlfähigkeit aus und gib ihr eine Ladung. 2 Ladungen. Okay, das heißt, der funktioniert wunderbar mit unseren Befehleinheiten, die wir aktuell nicht wirklich haben. Ich spiele ja ohne diese Befehle. Ich spiele momentan mit den Plünderern, eher gesagt. Ich kann jetzt aber in der Werkstatt den Ausbildungsplatz weiter skillen. Und kann mir jetzt Streunerbomber und graue Reiter machen. Die werden natürlich einiges kosten.
Muss ich mal gucken, wie viel. Aber ich würde trotzdem ganz gerne welche haben. Graue Reiter sind vor allem ziemlich cool. Kosten 200. Oh. Einheiten ist gar nicht das Problem. Das Problem ist immer das Gold, was ich habe, ne? Das Gold ist meine knappste Ressource. Aber das wusste ich am Anfang nicht. Wobei finde ich auch relativ schnell. Gebe ich nur immer sehr schnell aus, ne? Die Streunerbomber. Wie viel kosten die zu machen? Überlege, ob ich mir noch einen weiteren Streunerbomber dann wenigstens mache. Ich glaube, einen weiteren werde ich mir noch machen. Ich werde einen Streunerbomber ans Deck reinnehmen und werde... Ich brauche die Feldsanität eigentlich so gut wie nie. Die können wir da raus. Streuner. Wir haben jetzt komplettes Streuner-Deck. Eine Karte muss ich noch machen. Ich glaube, einen grauen Reiter werde ich mir machen. Kostet mich zwar wieder was, aber wir werden ja hoffentlich wieder ein bisschen finden. Die grauen Reiter sind gar nicht mal so schlecht. Die kann ich ziemlich gut hochboosten. Oder andere Einheiten boosten die relativ gut hoch. Und sie bewegen sich, was noch Fulgos Korn ist. So, Zelt der Königin, was haben wir Neues gefunden? Berichte. Bricht Eldanes Kommando. Neuen Berichten zufolge befehligt ein Elf namens Eldane eine benachbarte Streitmacht im Moderwald. Die Mannstärke entspricht mindestens der Begleitung eurer Hoheit. Extreme Vorsicht ist angeraten. Eldanes Hintergrund, assimilierter Händler in Guleta, radikalisiert nach Tod seiner Familie bei Pogrom 1246. Augenzeugen zufolge ist Eldane nicht zu trauen, er hält sich nicht an Abmachungen und bricht sein Wort. Also 1246, ne? Und wir können neue Gespräche machen. Die mache ich auch nochmal mit Raila. Ja. Es war hart, Eden Brenn zu sehen. Raila, wie geht es dir? Wie meint ihr das? Ganz Edirne steht in Flammen. Über deinen Städten wehen nilfgaardische Flaggen. Bekümmert dich das nicht? Natürlich tut es das. Ich war 5 Jahre lang in Rosberg stationiert. Ich kannte die ganze Einheit beim Namen. Aber es ist Krieg. Es ist zwecklos, darüber zu klagen und zu flennen. Ich verstehe. Aber wenn du jemals reden möchtest... Möchte ich nicht. Aber danke für eure Sorge, Hoheit. Die eiserne Raila. Kannst du mir mehr über diesen Eldain erzählen? Er sollte hängen. Ich dachte mehr an etwas, das uns im Kampf nützen würde. Also, dem Bastard ist nicht zu trauen. Er respektiert unsere Gesetze und Prinzipien nicht. Der König hat einmal einen Boten zu Eldain geschickt. Gegen meinen Rat. Wir fanden ihn am nächsten Tag mit ausgestochenen Augen und einer weißen Flagge im Rachen. Also, ist Diplomatie vielleicht nicht der beste Kurs? Was ist mit Kampf? Welche Taktik nutzt er? Er ist wie jede andere Elfenmade. Meidet offene Schlachtfelder und greift Feige aus dem Hinterhalt an. Ich finde, wir sollten den Wald niederbrennen. So kann er sich nicht mehr verstecken. Das klingt etwas drastisch. Sie würden uns ohne zu zögern dasselbe antun. Glaubt mir. Okay. Raila ist böse. Reden wir später. Mal gucken, was Tewer zu sagen hat. Hoheit, danke, dass ihr mir gestattet habt, eure Armee beizutreten. Gewiss, Xavier. Jeder Feind Nilfgaards ist unter meinem Banner willkommen. Was hat der Heiler gesagt? Ist es nicht zu früh für dich, wieder zu arbeiten? Ich kann wirklich wieder einen Hammer halten, aber die Narben brennen wie der Teufel. Herrin, ich weiß, mein Anblick ist schwer erträglich. Wenn er euch anwidert, kann ich... Unfug. Die Nilfgaarder sollten sich schämen, nicht du. Du hast nichts zu verstecken. Danke, Herrin. Es bedeutet mir viel, dass ihr das sagt. Okay, erzähl mir mehr über dich. Du hast lange in König Demavens Armee gedient, nicht wahr? Ja, Hoheit. Warum bist du dorthin gegangen? Der König brauchte Ingenieure. Ich bin seinem Ruf gefolgt. Du bist nicht gerade gesprächig. Ich baue euch jede Brücke und Balliste, aber reden schmerzt. Verstehe, kein Problem. Auch ich ziehe Tatenworten vor. Okay. Ich habe noch anderes zu tun. Wir reden später. Wie ihr wünscht. Ich bin gespannt. Also Xavier hat sich bestimmt wunderbar mit Reynard verstanden in einem Deck. Mit diesen ganzen Order-Fähigkeiten. Vielleicht werden wir das später nochmal irgendwann wieder machen. Glaube ich sogar fest.
So, aber erstmal hier gucken. Sind hier noch irgendwelche verborgenen Schätze? Hier unten Schade, ist noch ein Weg. Schade, dass Wilhelm nicht hier ist. Wenn er das sehen und die verbrannten Leichen riechen könnte, vielleicht würde er begreifen, mit wem er sich jetzt abgibt. Wen er kampflos reingelassen hat. Wenn Majestät wünscht, sende ich dem Prinzen einen Reiter mit einem... Ich wünsche nichts dergleichen. Ich kommuniziere nicht mit dem Feind. Okay. Schreien, beten. Bumm. Und jetzt haben wir wieder positive Moral. Hier ist noch ein Brett. Hier ist nichts weiter. Ein Berufungspost nur, Beute. Aber hier haben wir noch ein paar weitere Missionen. Ich denke mal, hier werde ich auch einen Speer einsetzen. Ich bin mal gespannt, wie man diesen Wald erkunden kann. Ob da nur die Wege gelten oder ob man in diesen Wald auch reinlaufen kann. Aber vielleicht ist der zu dick. Kann ich mir sogar durchaus vorstellen. Zwerge haben die Mauern durchbrochen. Verräter! Wo ist der König? Warum überlässt er uns den Schwarzkitteln? Alles genommen. Alles. Ich würde in den Wald gehen, aber die Eichhörnchen. Zwerge haben die Mauern durchbrochen. Okay, der sagt uns auch nichts mehr. Ah, die Menschen, Ulla Rosberg ist gefallen, weil die Squirtle sie verraten haben und die Drecksarbeit wieder für die Nilfgaarder gemacht haben. Werden allerdings von Nilfgaard auch nicht wirklich anerkannt. So, ich würde sagen, wir gehen noch ein kleines Stückchen in den Wald. Können wir mal gucken, was uns da so alles begegnet. Am Anfang nicht wirklich viel. Plötzlich wurde im Lager Geschrei laut. Zum Teufel! Diebe! Undankbares Pack! Meves Quartiermeister zeterte über die Bauern, die gerade einem Schicksal in nilfgaardischer Sklaverei entgangen waren. Einige von ihnen hatten im Schutz der Dunkelheit Vorräte gestohlen und waren in die Wälder geflohen. Die übrigen waren starr vor Schrecken. Meve überlegte, was mit ihnen zu tun war. Renard hatte wie üblich einen Rat für sie. Höchste Zeit, dass sie ihrer Wege gehen, Majestät. Sie behindern uns zu sehr. Sie bremsen uns, lenken unsere Soldaten ab. Und nun auch noch dies. Gascon hatte zugehört. Meve warf ihm einen fragenden Blick zu. Ich war dagegen, sie aufzunehmen. Jetzt bin ich dagegen, sie wegzuschicken. Wir haben die Verantwortung für sie übernommen, nicht wahr? Nun dann, diese Bürde können wir nicht einfach abwerfen. Ja, also die gestohlen haben, sind abgehauen. Ich hoffe mal, dass die noch da sind. Oh. Ich will die bleiben lassen. Weil ich glaube nicht, dass sie noch was stehlen werden. Ich hoffe es zumindest. Wenn sie noch mal was stehlen, werde ich sie wegschicken, aber so. Machen wir uns nichts vor. Wenn wir diese Bauern wegschicken, sind sie tot, sagte Meve schließlich. Sollen sie bleiben? Unter Beobachtung. Machen Sie wieder Ärger, kommen Sie vors Kriegsgericht. Verstanden? Die befreiten Gefangenen seufzten erleichtert auf. Die zur Bewachung abgestellten Infanteristen murrten jedoch über Meves Entscheidung. Das ist eine Armee, kein Asyl, fanden sie. Die Beschwerden drangen auch an Meves Ohr. Doch sie gab in solchen Fragen nichts auf die Meinung anderer, sondern verließ sich ganz auf ihr eigenes Urteil. Manchmal muss man das auch tun. Okay. Meine Moral ist natürlich wieder gesunken, weil wir die jetzt behalten haben. Aber, ja. Okay, erstmal auf der Karte. Und hier werden wir mal wieder einen Speer losschicken. Was nicht geht, weil wir kein Gold mehr haben. Diese verfluchten Bauern! Gehen wir erstmal ins Dorf. Vielleicht finden wir ja wieder was. Da ist ein Hund. Das gefällt mir überhaupt nicht, sagt der Gascon stirnrunzelnd. Meve folgte seinem Blick. Vor ihnen, am Straßenrand, stand eine Hütte mit verbranntem Strohdach. Warum? Die Hütte ist verlassen, aber am Dach hängen Trockenfrüchte und Pilze. Überall wütet die Hungersnot und niemand gerät in Versuchung? Ich würde einen Speer hinschicken. Die Königin befolgte Gascons Vorschlag und entsandte drei Infanteristen. Sie betraten die scheinbar leere Hütte. Und hörten ein Knurren, das ihnen das Blut in den Adern gefrieren ließ. Die Soldaten stürzten panisch und stolpernd ins Freie. Meve zog ihr Schwert und erwartete schon eine Horde Neckar oder Ghule. Doch ihre Furcht war unbegründet. Statt blutrünstigen Monstern trottete ein struppiger Hund aus der Hütte einen abgerissenen Stofffetzen im Maul. Herrin!
begann einer der Soldaten mit Schamesröte im Gesicht und bedeckte das Loch in seiner Hose mit den Händen. Da drin war es stockfinster und der Köter hat uns aus dem Nichts heraus angefallen. Zähne und alles. Böser Hund, sagte Gascon lächelnd und zog ein Stück Trockenwurst aus der Tasche. Das großzügige Geschenk beruhigte den Hund augenblicklich. Wie sich herausstellte, war der Hund der einzige Bewohner der Hütte. Wie viele andere in Edirne waren seine Besitzer spurlos verschwunden. Das treue Tier hielt jedoch immer noch Wache und wartete auf ihre Rückkehr. Nehmen wir ihn doch mit, sagte Gascon. Sonst stirbt er. An seinem Hunger oder am Hunger eines anderen. Okay, ich wette, Reinhard ist wieder dagegen, dass wir diesen Hund mitnehmen, aber wir können ihn nicht zurücklassen, der ist so süß. Den müssen wir nehmen. Wir könnten einen Wachhund im Lager gebrauchen, sagte Mewe. Gut, er kann mitkommen, aber er braucht einen Namen. Wie wär's mit Reinhard? Schlug Gaspar mit einem schiefen Grinsen vor. Dann kommt er auf Ruf, gehorcht auf Befehl und startet den Tag mit einem Appell. Gebell. Hüte deine Zunge, sagte Renard und hielt den Griff seines Schwerts umklammert. Oder du wirst erfahren, dass ich nicht so zahm bin, wie du glaubst. Aufhören, alle beide. Das ist ein Befehl. Was dich betrifft. Mewe sah sich den Hund genau an, der immer noch einen Stofffetzen im Maul trug. Da du scheinbar Geschmack an Unterkleidung gefunden hast, nenne ich dich Bruchhold. Wie hört sich das an? Der Hund wedelte wild mit seiner Rute. Sein neuer Name schien ihm zu gefallen. Mewes Truppe brach auf. Und mit ihnen ihr pelziger neuer Rekrut. Okay, wir haben jetzt Bruchhold, den Hund. Oh, ist eine Karte, der muss ein Stick. Ich find's auch so gut, wie der Knochen aus einem nilfgaardischen Helm ist. Diese Karte wurde in einem Wunderzelt gefunden. Beanspruchen. Okay, unsere Armee gleicht eigentlich mehr einem Banditenlager mittlerweile als irgendwas anderem, aber was kann denn der gute Bruchhold? Bruchhold, immun. Permanente Zähigkeit. Spielst du eine Goldkarte aus, rufe Bruchhold aus deinem Deck herbei. Diese Einheit darf deine Hand nach Leckerlis durchsuchen. Also der ist verdammt gut, weil der kommt aus dem Deck raus. Wenn wir eine Goldkarte ausspielen, bleibt dauerhaft auf dem Feld und der kann nicht angegriffen werden, außer durch zufällige Effekte. Aber wir hoffen mal, dass er nicht stirbt. Bruchhold und kostet nur 4 Rationen. Wie kann man den nicht nehmen? Der muss ins Deck. Bruchhold muss unbedingt rein. Dafür kann auch irgendwas rausfliegen. Was brauche ich nicht? Ah, die Plünderer und Streitwagen sind nicht so unbedingt meine besten Karten, ne? Von daher, ich nehme mal einen Streitwagen raus, den benutze ich kaum. Plünderer könnte ich eigentlich auch rausnehmen. Was will ich dafür reinnehmen? Ich brauche einen zweiten Bruchhold. Pikiniere könnte ich auch mal wieder reinnehmen. Naja. Okay, ich würde aber sagen, wir gucken nochmal ganz kurz hier in dieser Stadt umher. Ist hier noch irgendwas? Hat Bruchhold irgendwas verteidigt? Anscheinend nicht. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge Thronebreaker. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter in den Wald hineinstapfen. Bis dahin, haut rein und ciao. Das wird Nilfgaard büßen. Ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist.